Moin zusammen und willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir die sechste Welt hinter uns gelassen und sind jetzt in der siebten Welt angelangt, wo es hier ganz schön vollgerichtet zur Sache geht und diese Slotmaschine nervt mich gerade ein bisschen. Machen wir mal eben schnell weg. Yay! Wie fröhlich sie sind in dieser schönen Welt. Ich kann's echt nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Egal. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, wir haben genug Leben. Das sollte reichen. Ich glaube, wir kriegen nicht mehr. Ah, warten wir mal ab. Gut. Das ist Welt Nummer 3, ja. Ich gehe mal erst zu der falschen Welt hin. Das ist schon normal. Und das ist Welt Nummer 2. Dann machen wir mal die zuerst. Fackeln in der Finsternis. Let's go! Mario freut sich schon. Yay! Oh Gott, von oben. Ich hätte gerne ein Power-Up. Okay. Wenigstens leuchten die Münzen. So, Power-Up. Dankeschön. Oh, hi. Da ist ein Stachy. Denn da? Auffällig. Und okay, Tür geht auf. Weiter geht's. Ich hab die Fackel angemacht. Hier sollen noch irgendwo Sterne versteckt sein. Das leuchtet sogar grün bis an den Bildschirmrand. Das ist doch ein Zelda. Ja, voll geklaut. Das ganze Spiel ist voll Zelda. Ja, Feen in ein Glas einsperren. Ne? Wisst ihr Bescheid? Was ist denn da? Oh, das Kristall an der Decke. Gehen wir noch raus hier. Ah! Ich werd wach, ey. Es gibt Leute, die werden in der Finsternis verrückt, ne? Au! Das war gemein. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So. Deswegen ist es ein bisschen gefährlich mit mir hier in der Dunkelheit, ne? Bis schon. Ich kann schnell mal einfach richtig Banane werden. Das geht schneller als ein Liebes. Ja. Oh, hier wieder Feuer anmachen. Ist das ein Zelda-Geschenk? Nein? Okay. Haben wir es auch nicht jedes Mal, ne? So, und dann Blümchen. Oh, hi. Sieht sehr heiß aus. Kann ich darüber? Ich glaube schon. Ich mag diese Perspektive nicht, ganz ehrlich. Wie bist du so feurig da unten? So. So. Stachy ist auch weg. Stachy ist einfach so. Na, die habe ich nie getroffen. So. Oh, da. Warte jetzt lieber, bis der wieder da ist. Dann springe ich hier gleich rüber und dann werde ich sollten. Und das finde ich nicht lustig. So. Ist hier irgendwas? Aha. Tada. So viel Zeit muss sein. War ja wieder offensichtlich. Ich schaffe es nicht.
Ich habe 100 Leben. Ich habe 100 Leben. Yay. Jetzt zählt noch weiter. Früher konnte man ja nur 99 Leben kriegen. Das fand ich immer ein bisschen schade. Stachy. 99 Leben sind passé. Ich habe 100. Sollen wir mal einer nachmachen? So schwer ist das gar nicht. Ich hätte eigentlich schon viel mehr, wenn ich mir die so blöd anstellen würde. Da sind schon wieder Bullies. War keine Bullies. Bullies sind irgendwie ein bisschen pullerig. Gehen wir erstmal zu Toni. Der hat hier einfach mal sein Lager aufgeschlagen. Das blubbert hier irgendwie ganz komisch. Echt? Das ist die Geräuschkulisse von draußen, die blubbert bis da ins Haus rein. Uah, da war gerade ein... Das war... Wie ist denn die noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir nicht alles merken. So, jetzt gehen wir hier rein. Sieht sehr vertrauenswürdig aus. Hitzige Hetze. Oh nein, das ist wie eine Einpanik-Level. Oh mein Gott, ich bin so gestresst. Oh, das sieht lustig aus. Die rechts an, sieht sicher aus. Muss ich jetzt Panik haben? Ich weiß es nicht. Da hatte ich jetzt kurz Panik. Warum ist er jetzt nach rechts gesprungen? Warum ist Mario jetzt... Ganz ehrlich, warum ist Mario da jetzt nach rechts gesprungen? Gleich nach rechts gedrückt. Okay, da bin ich zu spät gesprungen. Mario! Warum... Weil es Mario nicht reagiert. Reagiert irgendwie nicht, wenn ich zu weit rechts bin. Was ist der Geil, warum? I see. Mir wird nur erlaubt, in eine Richtung zu rennen, wenn ich so ein Teil passiere. Richtig? Denke ich mal. Immer sowas in der Art. Also ich darf da nicht umdrehen. Gut, dann rennen wir halt zweimal im Kreis. Wahrscheinlich, weil ich zu viel Speed habe und nicht umdrehen kann. What the fuck? Ja. Nochmal. Speed. Ja, ich kann nicht umdrehen. Aber wie habe ich das denn einmal gekriegt? Ah, nein, ich will nicht das dann, okay. Ich will das ohne schaffen. Das ist nicht schwer. Ah, hab ich kurz nicht gesehen. Ups, das wollte ich nicht, Martina. So. So, das ist wieder interessant. Aha. Aha.
will das Tanuki nicht. Das war knapp. Ist das runtergefallen? Aber weiter geht's. Nicht anhalten. Poster hier rum. Vielleicht sollte ich einen anderen Weg nehmen, um darüber zu kommen. Also für solche Level kann man die Leben echt gut gebrauchen. Und dass man so scheiße ist und einfach reinspringt. Ach ja, jetzt fangen die kleinen Fehler an. Nochmal. Ich hab da hinten gerade was gesehen, wo ich eigentlich nicht hin möchte. So. Der hält auch nicht an, ne? Er hält auch nicht an! Er läuft einfach stumpf weiter! Oh Mann! Das Mario! So. Gibt es da eigentlich Mittelpunkt? Ich glaube nicht. Sieht nämlich nicht so aus. Das ist auf jeden Fall ein fetter Vulkan. Es hängt da an der Röhre fest. Das meinte ich, aber warum springt er jetzt so schief? Ah, Mario! Mario! Ups. Das war ein Fehler von meinerseits. Ich mache sonst keine Fehler. Nein, 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 nein. Ich will nicht der Tanuki. Sehr voll langweilig. Soll ja noch Spaß machen hier. Vollen Arsch getroffen. Das klingt immer so. Jetzt mal auf, nachher mache ich alles perfekt und dann reicht die Zeit nicht. Das wär's jetzt noch. Da ist der Stern und da will ich rüber. La 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 la. Mm.
Miau, 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 miau. So. Ich hab den Stern nicht gekriegt! Stempel gibt's da ja auch noch. Ah, oh, da sind wir ja auch nicht hingekommen. Verdammt! Ist das fies! Oh, ist das fies! Hab ich den Stern nicht gekriegt. Wir haben einfach mal den Tanuki jetzt sicher. Den können wir ja nächstes Mal machen, wenn wir den Stern holen. Oh Mann! Warum? Ich hab den Stern nicht gekriegt. Yeah. So dran vorbeigelaufen. Ich bin schon froh, dass ich nicht so reagiert habe, dass ich umdrehen wollte. Ich war nämlich kurz davor. Ah, werden wir uns nicht weiter drüber und gehen erstmal weiter. In diese schöne blaue Welt mit Bulli. The Bulli. Bullis an der Lavafurt. Sie sind wieder da. So. Krieg ich was? Nein. Halt. Das war eben schon so knapp. Da ist ein Knochen trocken und der fliegt auf mich zu. So. Aber ich glaube, es kann nicht mehr fliegen. Das macht mir gar nichts. Ich laufe jetzt erstmal rüber. So. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, 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 nee. So, 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 so. Halt, 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 halt. Du blödes Viech. Komm ran angeflogen. Und tschüss. Noch Knochen trocken. Scheint sich hier irgendwie zu häufen. Hi. Ja, ist gut. Ist gut. Das ist der Stern. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Flupsch. Er lebt. Er lebt. Halt. Da lang. Hier lang. Das ist Stempel. So, jetzt muss ich warten. Gott, das blendet. Ehrlich, das ist ein bisschen zu grell. Ein bisschen zu grell. So. Darum, hier rum, darüber und dann da lang und darüber springen und hier rüber springen und dann darüber und nicht wieder reinfallen und da, oh Gott, oh Gott. Das ist hier das Fest hier. Guck mal, Bulli. Jetzt. Stirb doch mal. Ganz ehrlich, stirb doch mal, ey. Ich hab gar nicht. Ich hätte gern Power-Up. Langsam ist mir das ein bisschen zu nervig, die ganze Zeit immer so klein durch die Gegend zu laufen. Jedenfalls dann bitte. Werde ich dann groß? Werde ich groß? Werde ich groß? Okay. Schneller, schneller, ich hab doch keine Zeit. So, hi Bulli. Ups. Ups. So. Oh, das sieht lustig aus. Das sieht sehr lustig aus. Das ist nix. So. Jump. Ach nee, was mache ich denn da? Das ist Stern. Würde ich gerne hin. So. Ganz einfach. Ich dachte, der ist einfach. So, ich möchte gerne, dass die Dinger wieder ausfahren. Dankeschön, das ist ja wunderschön, dass das mal alles so vor. Wo bin ich? Was tue ich da? Wo bin ich und was mach. Hast du genau gesehen? Wo bin ich und was tue ich? Nur Scheiß im Kopf. So, da sind ganz viele Bullies. Das ist eine ganze Bulli-Parade. Oh.
war gerade ein bisschen irritiert, weil das so am Fackeln war. Das ist jetzt falsch runter. So. Yay! Oh, da tut sich ein ganzer Weg für uns auf. Sind wir schon durch? Ich bin scheiße, wir sind schon wieder durch. Manchmal geht das so schnell. Dann läuft das alles so schön flüssig. Wow. Ich schaff's wieder nicht. War ich bei der Stunde, wo ist das hier? Ich möchte gerne weg. So, Sahnetortenmäßig. Und trapezmäßig. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist. Oh, boah, geil, Block. Was wir noch alles hatten. Juiuiui. Deswegen ist es schön, dass wir doch mal schaffen, Levels hinter uns zu bringen. Oh, da ist schon wieder so einer. Dich kenne ich doch schon. Wow. Wollen, glaube ich, zwei Leute ein bisschen Rache haben. Kann das sein? Oder einfach nur fett in die Lava geschmissen werden. Gut, den einen müssen wir durch die Röhre stopfen. Ach, wo Röhre? Hier ist wieder einer. Hammerbruder. Den hauen wir noch hinweg. Feuerbruder. Sorry. Sorry. Das vierte Versteck der Feuerbrüder. Dash, Alter. Ich krieg sie voll krass die Lava in den Kopf. Springt der voll auf mich drauf? Blöd, Mann. Gibt's da wohl nicht. So. Ohne Worte. So. Jetzt haben wir den auch erledigt. Guck. Das wären 100% nicht 200 Sterne. Nicht mehr und nicht weniger. So. Haben aber noch ein bisschen was vor uns. Da warten nämlich schon wieder so zwei Gesellen auf uns. Aber die kümmern wir uns mal im nächsten Part. Das wird lustig. Okay. Auf jeden Fall sehr feurig. Ich mag es, wenn es feurig wird. Ich mag Feuer. Feuer ist toll. Ja. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Super Mario 3D World. Tschüss und bis dann.